Analytische Evaluationen werden besonders in frühen Phasen der Projekt- oder Prototypentwicklung eingesetzt. Ist das Projekt allerdings ein bisschen in der Größe gewachsen, sodass eine detaillierte, hochgranulare Auflistung von Aktionen keinen Sinn mehr macht, wird gerne die heuristische Evaluation eingesetzt. Die Lernziele dieses Blocks sind zu verstehen, wie die heuristische Evaluation als analytische Bewertungsmethode fungiert. Wir wollen versuchen, verstehen, wann und wie die heuristische Evaluation eingesetzt werden kann und die Stärken und Schwächen dieser Evaluationsmethode kennenlernen. Im Allgemeinen ist eine vollständige Auswertung eines Prototyps für einzelne Personen schwierig, da diese niemals alle Usability-Probleme in einer Benutzeroberfläche finden können. Erfahrungsgemäß hat sich aber gezeigt, dass verschiedene Personen unterschiedliche Usability-Probleme haben. Daher ist es möglich, die Wirksamkeit der Methode durch die Einbeziehung mehrerer Bewerter, mehrerer Reviewer, erheblich zu verbessern. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Beispiel aus Nielsens Fallstudie zur heuristischen Evaluation, in der 19 Bewerter verwendet wurden, um 16 Usability-Probleme in einem Sprachantwortsystem zu finden. Und damit haben Kunden auf ihre Banknoten, Bankkonten zugegriffen. Und jedes der schwarzen Quadrate in der Abbildung zeigt an, dass ein Bewerter eines Usability-Problems dieses auch als solches identifiziert hat. Das Beispiel zeigt an, dass einer der Bewerter eines der Usability-Probleme festgestellt hat. Das Beispiel zeigt aber auch, dass verschiedene Bewertern zwischen den verschiedenen Bewertern eine erhebliche Überlappung besteht. Und es ist sicher richtig, dass einige Usability-Probleme so leicht zu finden sind, aber es gibt auch einige Probleme, die von sehr wenigen Bewertern gefunden werden. Das heißt, man kann nicht einfach an den besten Bewerter identifizieren und ausschließlich auf die Ergebnisse dieser Personen verlassen. In der heuristischen Evaluation wird deutlich, dass es nicht wichtig ist, ob eine Person die meisten Probleme findet, sondern dass auch andere schwierigere zu finden, die Usability-Probleme jetzt auf der linken Spalte gefunden werden können. Und das Ziel ist klar, das ist die Identifizierung von Problemen im Zusammenhang mit dem Design der Benutzeroberfläche, wobei die Hauptfrage an die Bewerter und die Gutachter ist, ob die Benutzeroberfläche mit den Anforderungen und den Vorlieben der vorgesehenen Nutzer kompatibel ist. Früher war enormer Aufwand betrieben worden, um solche Tests durchzuführen. Jakob Nielsen und Ralf Mohlich waren dann der 90er Jahre damit, dass man sich den Aufwand spart, echte Benutzer einzuladen und diese einem Usability-Test unterzuziehen. Und bei der heuristischen Evaluation geht es um die Tauglichkeit eines Systems und mit geringem Aufwand die Tauglichkeit zu beurteilen und um potenzielle Usability-Probleme frühzeitig zu identifizieren. Gutachter inspizieren das System und beurteilen, ob es anerkannten Usability-Prinzipien entspricht. Und diese Regeln sind eher Daumenregeln und werden entweder durch Inspektion oder durch szenarienbasierte exemplarische Vorgehensweise, ähnlich wie beim Cognitive Walkthrough, identifiziert. Die Meinungen der Bewerter, der Reviewer, wird in einem konsolidierten Bericht zusammengefasst. Dabei genügt es bereits, dass nur ein Reviewer ein Problem identifiziert hat. Das heißt, es muss keinen Konsens über die Probleme oder deren Eskalationsstufe geben. Allerdings erlaubt die heuristische Evaluation auch eine Liste kritischer Probleme aufzustellen, die nach Schweregrad gewichtet sein kann. Die heuristische Evaluation basiert auf einer Reihe von zugrunde liegenden Annahmen, nämlich, dass es eine feste Liste wünschenswerter Eigenschaften von Benutzeroberflächen gibt, den sogenannten Heuristiken, und dass diese von Experten überprüft werden können und zu einem klaren definierten Resultat führen. Und es muss aber nicht immer so sein. Schauen wir ein Beispiel an, das ist eine eigene Checkliste, die so abgearbeitet werden kann. Checklisten müssen natürlich frühzeitig erstellt und ergänzt werden und viele Programme haben besondere Anforderungen. Eine allgemein sehr nützliche Basis ist ursprünglich entworfen von Denise Pirotti für eine heuristische Evaluation und die ist unten verlinkt, wenn Sie sich diese mal angucken wollen. Was Sie sehen ist, dass jedes Item mit Ja oder Nein oder keine Angaben beantwortet und mit zusätzlichen Kommentaren versehen werden kann. Die Evaluation
werden oft davon motiviert, diese Kommentare exzessiv zu nutzen, um auf Verbesserungsmöglichkeiten aufmerksam zu machen. Solche Checklisten sind sehr einfach, aber natürlich stellt sich die Frage, wie viele Experten wir eigentlich für eine solche heuristische Evaluation durchführen sollen. Und Nielsen und Landauer haben in einem jetzt selbst gewählten Experiment die Anzahl an Experten für die heuristische Evaluation ins Verhältnis zur Anzahl der Probleme, die gefunden werden sollen, gesetzt. Ebenfalls in einer selbstgewählten Gleichung haben sie bestimmt, was das beste Verhältnis zwischen der Anzahl der Experten und dem Nutzen-Kosten an einer solchen Evaluation sind. Und während wir immer mehr Experten, immer mehr Probleme und Probleme aufdecken, gibt es in dem Beispiel auch ein optimales Verhältnis zwischen dem Aufwand, der betrieben werden muss, um Probleme durch Experten zu finden, und den Risiken auf unerkannte Probleme später und Probleme, die später verursachen können. Um die Ergebnisse zusammenzufassen, kommen die Autoren dann auf zwischen 4 und 5 Expertenmeinungen, welche für eine heuristische Evaluation am besten sind und das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis mit sich bringen. Und die Usability-Probleme, die identifiziert werden sollen, hängen natürlich aber auch davon ab, wo nachgefragt wird. Und jetzt beginnen die großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Heuristiken. Die von Nielsen ursprünglich definierten Usability-Heuristiken lauten Sichtbarkeit des Systemstatuses. Arbeitet das System gerade oder lässt es Eingaben zu, wie beispielsweise der Download oder der Upload-Fortschritt einer Datei? Stimmt die Erfahrungen aus der echten Welt mit denen in unserem System ein? Spricht unser System die Sprache des Benutzers? Beispielsweise, wenn ich eine Kompass-App baue, dann zeige ich dem Nutzer nicht unbedingt eine Zahl an, wo Norden vielleicht der kleinste Wert hat, sondern ich bringe natürlich einen kreisförmigen Kompass. Benutzerkontrolle und Freiheit zielt Nielsen als besonders wichtig. Hat der Benutzer die Kontrolle über alles? Kann der Benutzer beispielsweise Vorgänge abbrechen? Habe ich zu jeder Zeit das System im Griff oder das System mich im Griff? Oder mache ich gerade nur was, was die Entwickler sich ausgedacht haben, was ich in dem Moment tun soll? Konsistenz und auch Standards, die von außen mitgebracht werden, entspricht die Nutzung beispielsweise die Nutzung des Systems beispielsweise der von anderen Programmen? Kann ich Paradigmen oder Erfahrungen aus anderen Programmen mit überhaupt auf dieses System übertragen? Klassische Beispiele sind Checkboxen für Multiple-Choice-Antworten oder Radio-Buttons für einzelne Selektionen. Auch Fehlervermeidung ist natürlich wichtig. In einer Heuristik hätten Fehleingaben vermieden werden können. Gibt es die Möglichkeit, beispielsweise sich Passworteingabe anzeigen zu lassen, bevor mir ein Fehler bei der Eingabe unterläuft? Erkennen statt Erinnerung, was ist mit meinem Warenkorb, wie viele Items sind in meinem Warenkorb, was bedeutet, was ich sehe, was ich mache, muss ich mich an jede einzelnen Schritte aus den vergangenen Aktionen, die ich mit dem System durchgenommen habe, erinnern. Und ganz schlimm ist es natürlich, beispielsweise sich an Eingaben auf Kommandozeilenebene zu erinnern. Flexibilität und Effizienz der Nutzung von einem System, es ist der beste Weg, das Problem zu meistern. Gibt es vielleicht andere Wege, im Programm kopieren und einzufügen beispielsweise, oder einen erleichterten Shortcut, um Tastenkombinationen, die häufig benutzt werden, zu verwenden? Auch ästhetisches und minimalistisches Design, finden sich die Nutzer zurecht, sind irgendwann Dinge sichtbar, die gerade keine Rolle spielen. Wie lenke ich die Aufmerksamkeit des Nutzers auf die Optionen, die gerade zur Verfügung stehen? Helfen Sie Benutzern, Fehler zu erkennen oder zu diagnostizieren, vielleicht sogar Fehler rückgängig zu machen, und greift das System auf eine ordentliche Hilfe und Dokumentation jenseits des Internets zurück? Im folgenden Beispiel zeige ich, dass Experten auch nach nachvollziehbaren Parallelen zwischen der echten Welt und dem System suchen, einer von Nielsens Heuristik. Und beispielsweise in einer heuristischen Evaluation wird eben auf diese Heuristik Acht gegeben. Ist es offensichtlich, dass ich Dateien, die ich nicht mehr haben will, beispielsweise in einen Papierkorb reintue? Und dieses Verfahren hat sich in beispielsweise vielen Betriebssystemen und Programm als ganz intuitiv und konsistent erwiesen, was aber bei Mac-Systemen beispielsweise als eher sonderbar daherkommt, ist, dass wenn ich ein USB-Laufwerk über den Papierkorb auswerfen kann, was sowohl Experten als auch Nutzer extrem merkwürdig empfinden,
Der erste Gedanke ist natürlich, dass diese Aktion eine Löschung des Laufwerks zur Folge hat. Neeson gab an, dass seine Heuristiken aber keinesfalls in Stein gemeißelt sind. Er betont, dass die Designer Heuristiken bei der Definition selbst festlegen können. Aber natürlich gibt es immer wieder Aspekte, auf die man selbst nicht kommt. Aus diesem Grund haben Weinschenk und Barker eigene Heuristiken festgelegt, beispielsweise die Nutzerkontrolle. Über die Benutzerfreundlichkeit kann der Benutzer erkennen, dass die Kontrolle, ob er die Kontrolle hat, auch ähnlich wie Neeson das vorgeschlagen hat. Allerdings legen die auch eine weitere, den menschlichen Faktor in die Waagschale, Benutzeroberfläche, die die menschlichen Einschränkungen nicht berücksichtigt, überlasst es das die kognitiven, visuellen oder akustischen Grenzen des Benutzers. Modale Integrität soll sichergestellt werden, die Benutzeroberfläche passt zu einzelnen Aufgaben innerhalb der verwendeten Modalität, zum Beispiel auch auditiv, visuell oder motorisch. Unterkunft, die Accommodation, passt die Benutzeroberfläche zu der Art und Weise, wie die Benutzergruppe, auf die die Anwendung zielt, arbeitet. Sprachliche Klarheit, ästhetische Integrität und die Einfachheit sind zusammen verbundene Punkte. Aber die Vorhersehbarkeit verhält sich die Benutzeroberfläche so, dass der Benutzer genau vorhersagen kann, was als nächstes passieren wird. Interpretation, die in der Benutzeroberfläche gibt vernünftige Vermutungen darüber an, was der Benutzer gerade macht. Richtigkeit, die Schnittstelle arbeitet auch fehlerfrei, das heißt, das, was ich mache, stimmt auch. Technische Klarheit, dass die Schnittstelle die beste Wiedergabetreue hat. Flexibilität, über die Benutzeroberfläche kann der Benutzer natürlich auch eigene benutzerdefinierte Verwendung, deine eigene benutzerdefinierte Verwendung machen, anpassen. Erfüllung heißt, die Benutzeroberfläche bietet eine zufriedenstellende Benutzererfahrung, also Erfüllung. Und es gibt auch Fragen zur kulturellen Angemessenheit. Ist die Anwendung in dem kulturellen Kontext überhaupt als solches anzubieten? Suitable Tempo ist es Geschwindigkeit der Aktion, der Funktion, die ich durchführe, angemessen. Ist das Programm insgesamt konsistent? Wird der Nutzer angemessen durch entsprechende Mechanismen in der Anwendung unterstützt? Präzision, wie präzise sind meine Eingaben, werden die meine Eingaben vom System verarbeitet? Forgiveness, das spricht solche Dinge an wie, dass ich Dinge rückgängig machen kann, dass das System mir für Fehleingaben beispielsweise vergibt. Und Responsiveness, ganz klar, dass das System gut reagiert und auf verschiedenen Geräten entsprechend angepasst dargestellt wird. Solche Heuristiken sind relativ overloaded. Alles zu berücksichtigen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir als Experte oder als Reviewers, Gutachter in so eine heuristische Evaluation gehen. Und viele sind eben diesem System angepasst. Und aus dem Grund hat Gerhard Paulsen 2009 eine ganz andere Vorgehensweise für eine heuristische Evaluation vorgeschlagen, nämlich kognitiv konstruierten Prinzipien anstelle der klassischen Heuristiken. Und das finde ich insbesondere spannend, weil hier ein sogenanntes kognitives Engineering aus der Sicht der Kognitionswissenschaften auf das Design der Schnittstelle angewendet wird, damit die Schnittstelle entsprechend wie der Mensch gestaltet ist, optimiert wird. Und basierend auf experimentellen Ergebnissen kam Gerhard Paul zu dem Schluss, dass die heuristische Evaluation eher den kritischen Prinzipien eines kognitiven Designers entsprechen muss, um eine kognitiv freundliche Schnittstelle zu ergeben. Und was sie gemacht hat, sie hat 10 Prinzipien festgelegt. Unerwünschte Arbeitslast zu automatisieren, dass mentale Aufgaben unnötig werden, Schätzungen oder Vergleiche, keine unnötige Denkarbeit, um einfach die kognitiven Ressourcen für kognitive Arbeiten in einer höheren Ebene freizugeben. Unsicherheiten sollten reduziert werden, kombinierbare Daten auf niedriger kognitiver Prozessebene mit denen von höheren kombinieren, um die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu verringern. Neue Informationen mit aussagekräftigen Interpretationshilfen zu kombinieren, sodass Assoziationen geschaffen werden, Schemata, Metaphern, alltägliche Begriffe verwendet und dargestellt werden, damit Informationen leichter aufgenommen werden können. Auch
Namen, die konzeptionell mit der Funktion zusammenhängen, sollten so gewählt werden und Beschriftungen kontextabhängig sein, um das Abrufen und das Erkennen des Menschen zu verbessern. Wir sollen Namen verwenden, gruppieren, Daten gruppieren und auf konsistent sinnvolle Weise innerhalb eines Bildschirms so logisch anzuordnen, dass die Suchzeit von Informationen verkürzt werden kann. Limit Data-Driven Tasks, das heißt, viele Aufgaben, die datengesteuert sind, sollen beispielsweise anstelle von Farben oder Grafiken ersetzen. Die Informationen, die der Nutzer zu einer bestimmten Zeit sichtbar haben soll, so reduziert sein, was sich so ein bisschen mit dem Punkt 6 beißt, der sagt, wir sollten Daten konsistent gruppieren. Das kann sich so manchmal so ein bisschen stören, deswegen gibt es noch Punkt 10, komme ich gleich drauf. Ansonsten provide multiple encoding of data, wenn appropriate, das heißt, Daten sollten auf mehreren Kanälen, Informationen des Programms, des Systems sollten auf mehreren Kanälen dargestellt werden. Punkt 10 ist, wenn sich Punkt 6 und Punkt 8 ein bisschen beißen. Redundanz sollte also auch konsistent, sollte schon existieren in einem Programm, aber eben dann, wenn es vernünftig erscheint. Schnelle und kostengünstige Bewertung im frühen Usability Design, das ist die heuristische Bewertung und hängt sehr stark von der Kreativität und der Erfahrung von den Reviewern ab. Und das ist auch eines der Nachteile, die heuristische Verfahren der Evaluation mit sich bringen. Das Verfahren liefert hauptsächlich regelbasierte und erfahrungsbasierte Hinweise auf solche Probleme, wobei negative Erfahrungen von Nutzern später eher den größeren Einfluss haben. Rossen und Kollegen sagt auch, dass Usability-Checklisten-Inspektionen zwar schnelles Feedback liefern, aber möglicherweise auf Probleme aufmerksam machen, die in der Praxis eher selten oder untypisch sein können. Da die heuristische Evaluation nicht mit realen Nutzern durchgeführt wird, sollte sie aber als Ergänzung im Vorfeld verstanden werden. Natürlich gibt es zu Inline-Evaluation noch klar weiterführende Literatur und ich empfehle dazu die Arbeiten von Jakob Nielsen. Jakob Nielsen hat dazu auch eine Webseite online gestellt. Unter nngroup.com finden Sie weitere zahlreiche Informationen, hilfreiche Tutorials in Bezug auf heuristische Evaluation.